Hallo Leute, willkommen bei Farming Simulator 17. Dies ist Teil 2 und wir müssen jetzt durch den Ort zur Bäckerei fahren. Ah, ich sollte erstmal die Karte aktivieren. Vielleicht die große. Ja, das kann ich zwar schlecht gucken, wie ich fahre, aber wenigstens bis ich erstmal so die grobe Richtung habe. Ob ich überall links oder rechts? Ich glaube, ich muss da rechts fahren. Uiuiuiuiuiuiui. Ich weiß noch nicht mal, wie ich hier am besten meine Finger auf den Tasten habe. Da sind mir natürlich alle Gamer, die schon so Autofahrspiele gespielt haben, sehr weit voraus. Aber ich würde sagen, besser spät als nie gelernt. Ja. Okay. Ups. Nach links, nach links. Okay. Ja. Ist das denn jetzt richtig? Naja, doch. Scheint mir so. Hoffen wir mal, dass da kein Gegenverkehr kommt. Oh, stopp. Ich mach mal die Karte kleiner, weil das irritiert mich schon. Ich muss dann, wenn wir da auf eine Hauptstraße kommen, rechts fahren. So. Stopp. Zurück. Wir wollen auch auf der Straße bleiben. So, jetzt. Ja. Wieder auf die Straße drauf. Das schaffst du, Mädchen. So, fahren einfach schön langsam. So, jetzt. Ja. Schwierig. Bisschen weiter nach links. Dann kannst du weiterfahren. Okay. Jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Ja, jetzt kannst du geradeaus fahren. Das ist einfach. Und da vorne müssen wir sowieso stoppen. Ja. Okay, jetzt stoppen wir erstmal. Noch ein Stückchen weiter. So. Und jetzt gucken wir mal wieder auf der Karte nach. Ja, hier müssen wir jetzt rechts abbiegen. Und da müssen wir dann eine ganze Weile fahren, bis wir im Ort drin sind. Und dann, glaube ich, ja, vielleicht geht es kurz vorm Ort dann links ab. Also. Gut. So. Wir gucken mal, ob irgendwie Verkehr ist. Nee, da kommt gerade nichts. Dann könnten wir fahren. Abbiegen. Ja. Ja. Fahr du mal auf der rechten Spur. Langsam. Ja, langsam. Die richtigen Autos können uns ja überholen. Ne? Fahren wir ein bisschen nach rechts. Ja. Jetzt muss ich mal dahinter, damit ich irgendwie ein besseres Gefühl kriege. So. Ja, so geht's doch schon ganz gut. Kleines Stückchen nach links, ja. Okay. Ja. So. Ja, also mit dem Lenkrad kann ich ganz gut lenken. Aber hier mit den Tasten tue ich mich extrem schwer, wie ihr seht. Ich glaube, jetzt müssen wir sowieso links abbiegen. Okay. Dann biegen wir jetzt mal links ab. Ah, da kommt gerade ein Auto. Das wollen wir ja nicht touchieren. Ein Meterchen kannst du noch vorfahren. Ach, das biegt sowieso da ab. Nein. Kleine Bäume plattfahren. Ja, die sind noch weich und elastisch. Oh.
Ja, das war jetzt nicht so meisterhaft, meine Liebe. Aber wir sind unserem Ziel schon recht nahe. Wo sollen wir denn da hinfahren? Hier in diese kleine Einfahrt rein? Sieht so aus. Das ist Gegenverkehr. Mal gucken, was der macht. Okay, na toll. Fahr doch weiter, du blödes Auto. Nee, der fährt wohl nicht weiter. Bis wir da weg sind. Jetzt sind wir erstmal gegen die Lampe gestoßen. Und jetzt stoßen wir gleich gegen das Haus. Oh, wir müssen hier auf so einer Verladerampe dann auch noch zielgenau einparken. Tja, Lucy, so schwierig hattest du dir das vorgestellt, nicht wahr? Und es ist noch mindestens... Okay, diese Abladestelle ist einer der Punkte auf der Karte, wo du deine Ernte verkaufen kannst. Du kannst die Preise aller Produkte im Menü Fenster Finanzen anschauen. Mit Escape kann man das Menü öffnen. Okay, machen wir das mal. Jetzt ist die Tour gleich weitergegangen. Machen wir das ein andermal. Fahre mit dem Traktor vorwärts, bis der Anhänger direkt auf dem Gitter steht. Sobald das Abladesymbol unten rechts auf dem Bildschirm erscheint, kannst du deine Ernte in die Grube kippen und damit verkaufen. Okay, also. So. Jetzt fahren wir hier mal in ganz kleinen Portionchen. So, jetzt. Ja, langsam, 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 langsam. Ein bisschen nach. Ja. Vorwärts, bisschen nach links. Ganz klein bisschen nach links, ja. So ist schon ganz gut. Ah, jetzt kann er schon abkippen. Okay, gut. Abkippen. Okay, er kippt ab. Gut gemacht. Das Verkaufen der Ernte ist die Haupteinnahmequelle eines Landwirts. Fahren wir schnell zum Händler, wo das letzte Fragezeichen auf dich wartet. Wie immer zeigt der blinkende grüne Ring dessen genaue Position an. Okay, dann müssen wir jetzt also wieder Out-Trecker fahren. Gut. In der Karte. Wo geht es lang? Da müssen wir schon noch ein ordentliches Stückchen fahren. Ich glaube, da müssen wir erstmal links abbiegen. Wir haben jetzt aber 30.000, das heißt, wir haben wohl 5.000 für diese Ernte gekriegt. Das ist doch ganz gut. So, hier können wir jetzt wieder stoppen. Meine liebste Technik beim Treckerfahren. So, da ist Verkehr. Müssen wir hier wirklich nach links? Ja, hier müssen wir nach links. Glaube ich zumindest. Oder, nee, da leuchtet das. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn wir hier diese Straße nehmen. Dann fahre ich mal nach rechts. Um die Kurve, ja, ja. Und jetzt hier nach links. Ich hoffe, dass das dann richtig ist. Nicht zu scharf nach links, aber schon. Ja. Nee, 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 jemanden platt fahren. Ja. Okay, das war jetzt nicht die optimale Entscheidung. Dann müssen wir da vorne doch links fahren. Ja, da gehen lauter Leute. Hoffen wir mal, dass wir niemanden platt fahren. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, wo es nicht darum geht, dass Leute von uns kaputt gefahren werden, sondern wo es wirklich um die Landwirtschaft geht. Aber Autos kriegen natürlich Probleme, wenn wir in dem Weg sind. Sorry, sorry, tut mir ausgesprochen leid, ich übe noch. Wird bestimmt bald besser. Oh.
So, ja, fahr ruhig. So. Hier könnten wir, glaube ich, rechts abbiegen. Nein, noch nicht so schnell. Hier dann. Ja, ja, und... Ja, ja, jetzt... Die Straße entlang fahren und nicht den... Oh, ups. Ich bin ja froh, wenn wir mal gerade auf der Straße stehen, dass ich einfach geradeaus fahren kann. Mein Problem ist auch, wie gesagt, dass ich gar nicht so richtig weiß, mit welchen Fingern ich das am besten mache. Mein Ringfinger ist nicht so beweglich, dass der gut ist für die Linksfahrtaste. Weiterfahren? Ja? Es geht hier bergauf. Solltest du nicht stehen bleiben? Ja? Darum versuche ich das mit zwei Händen zu machen, aber dann muss ich ständig die Hände wechseln. Das geht auch nicht. Also nur mit der linken Hand geht es besser. Aber meine linke Hand ist wirklich nicht so geschickt. Wo ist denn jetzt das leuchtende Ding abgeblieben? Da. Uiuiuiuiui. Naja, vielleicht wird es mit dem Controller einfacher. Ja. Jetzt kommt die nächste Kurve. Nein, nicht so doll. Ja. Und es ist wahrscheinlich einfach auch eine Übungssache. Da hätte man gerne ein Lenkrad. Das würde es schon einfacher machen. So, jetzt. Das sind wieder Leute. Na komm, ja, langsam vorwärts, ganz langsam. Jetzt lassen wir hier das Mädel erstmal gehen. Jetzt geh doch mal ein bisschen schneller. Du Mädel. Ja. Dann kommt dann schon wieder einer. Oh, Sandwich, Goldmine, das ist gut. So. Uff. Hier kannst du deine Fahrzeuge und Geräte verkaufen oder neue Ausrüstung kaufen. Du kannst den Händler entweder persönlich aufsuchen, indem du das Einkaufssymbol aktivierst, oder du rufst ihn über das Shop-Menü auf. Das ist gut. Und jetzt P, Händler. Und das war's auch schon mit unserer Tour. Halte Ausschau nach weiteren Fragezeichen, die dir Hinweise über bestimmte Elemente des Spiels bieten. Oder wähle im Hauptmenü eines der Tutorials aus, um tiefergehende Informationen zu erhalten. Bleibt nur noch, dir viel Erfolg und Spaß in der Welt der Landwirtschaft zu wünschen. Ja, dankeschön und drück mal die Daumen, dass ich das mit dem Treckerfahren bald besser raus hab. Okay, mit P kann man hier den Laden aktivieren. Massive Motors, ich guck mal. P, oh ja, hier. Sonderangebote, Erntemaschinen, Kartoffelernte, Pflüge. Eieiei, was es hier alles gibt. Güllefässer, LKWs. Feinhäcksler. Rübenernte. Kettensägen gibt's auch. Lauter Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber vielleicht lerne ich das ja durch das Spiel. Autos. Jetzt gucken wir mal nach normalen Traktoren. Einfach nur, um mal was zu gucken. Auswählen. Auswählen. Ja, hier. Hürlimann. 45.000. Okay, das geht ja gleich gut los. Kann ich hier noch mehr Trecker angucken? Das sind jetzt keine Trecker mehr. Ah, das sind hier so Vorderladedinger. Okay, das kann man vielleicht mal gebrauchen. Und jetzt sind wir schon bei den LKWs.
Nö, und wo sind noch mehr Trecker? Vielleicht so? Ja, hier sind noch mehr Trecker. Denn die sind alle noch viel teurer. Na, da hat der Vater schon ordentlich was aufgebaut. Ein New Holland haben wir ja auch. Gucken wir mal, ob wir diesen Case auch sehen. Noch ein Hürlimann. Cetor Deutz. Das klingt nach einer deutschen Marke. Und Hürlimann klingt nach einer Schweizer Marke. Hier, Case. Das ist der, den wir zweimal haben. 102.000. Na, da müssen wir noch ordentlich Getreide einsammeln. Wahrscheinlich ist unsere Getreideerntemaschine schon wieder fertig und wir müssen dann die nächste Runde machen. Gehen wir mal zurück. Und zurück. Jetzt haben wir ein bisschen geguckt und jetzt fahren wir nach Hause. Mal gucken, wie der beste Weg ist. Da sind wir. Ja, wir müssen jetzt zurück auf die Hauptstraße und dann in unsere gewundene Nebenstraße einbiegen. Und da ist ein B, das zappelt. Leider kann ich damit nicht mit der Maus hinzeigen, weil die Maus ist immer in der Mitte des Bildschirms. Aber das ist bestimmt unser Getreide. Einsammeldings und dann müssen wir noch mal eine Fuhre fahren. Oh, können wir nicht sagen, geht das, kommt das Zeug mal abholen zum Verkaufen. Na gut, muss ich halt lernen. Okay, also jetzt hier raus. Kommt man da vorne raus? Da kommt man raus. Gut, also fährst du ein paar Meter vorwärts. Ich versuch's mal wieder mit einer Hand zu lenken, mit der linken. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser als die Zweihandmethode. Oh, nein! Da hätte ich wirklich gerne vorwärts, W-Taste ist in Ordnung, aber dass man das Lenken mit der Maus machen könnte. Aber die anderen Spieler von diesem Spiel brauchen das offenbar nicht. Oh, die haben bestimmt alle auch schon Autorennen gefahren mit der W- und der A-Taste und so weiter. Ich kann nicht mal den Trecker lenken. Okay, jetzt sind wir auf der Hauptstraße. Gucken wir mal, was der Verkehr so macht. Da kommt einer. Aber der ist ja sowieso auf der Überholspur. Mensch, geh mal nicht. Was soll denn das? Wir sind hier Fahranfänger. Aber die gehen einfach durch uns durch. So, jetzt, ja. Jetzt musst du nur noch richtig in die Spur kommen und dann musst du nur geradeaus fahren, Mädchen. Das müsstest du doch schaffen, ja. Einfach geradeaus fahren. Ja. Es ist nur die Frage, wo wir abbiegen müssen. Aber ich glaube jetzt noch nicht. So. Aber wenn man erstmal in der Spur ist, dann geht geradeausfahren relativ gut. So, wir müssen auf alle Fälle ja bis zum Ende des Ortes fahren. Und dann noch ein Stückchen weiter. Ja, so einen kleinen Ticker nach links. So. Wenn nach rechts, meinte ich. So. Ja, das läuft doch richtig geschmiert. Bis zur nächsten Kurve. Ah, da geht's dann nach links.
So, jetzt sollten wir hier schon mal langsamer werden. Und noch ein bisschen. Das ist zu schnell und zu früh. Langsam um die Kurve. So, ja. Ja. Du bist auf jeden Fall auf der richtigen Straße, meine Liebe. Jetzt versuchen wir noch auf die Spur zu kommen. Ja, wobei hier... nee, nee, nicht das Verkehrsschild. Ich versuche mal hier langsamer zu fahren. Da ist, glaube ich, schon unser Silo. Und unsere Scheune. Ja, Kurven fahren. Muss ich noch üben. Nee, nicht so schnell, nicht so schnell. Dann geht's einfacher. So, ja. Wir sind immerhin wieder nach Hause gekommen. Ohne unseren Trecker total kaputt zu machen. Uff, und jetzt fahren wir gleich mal zu dem Feld, wo die Erntemaschine wahrscheinlich einfach so rumsteht. Ja, da steht sie. Kurz bevor sie das letzte Stückchen vom Feld geschafft hat, ist sie nochmal voll geworden. Das ist doch unpraktisch. Jetzt müssen wir hier wieder das Kunststück hinkriegen, direkt daneben zu fahren. Helfer, Helfer, mach das mal. So. Und jetzt ganz scharf abbiegen. Vielleicht nicht ganz so scharf. So. Ja. Eieiei. Es könnte was werden. Mal gucken. Ja. Ja. Ah. Da bin ich aber froh. Super gut. Super gut. Und wenn das voll ist, wird der vermutlich gleich weiterfahren. Dann muss ich schnell einen Meter zurücksausen, damit er unseren Laster nicht mitnimmt. Unseren Trecker nicht mitnimmt. So. Ja. Oh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Okay. Jetzt fahren wir den Krempel mal auf den Hof erstmal. Wahrscheinlich kann man hier dieses Stroh oder was da übrig geblieben ist, auch noch irgendwie einsammeln. So. So. Okay. So, und jetzt stellen wir uns erstmal hin. Plane schließen kann man machen. Schließen wir mal die Plane und steigen aus. Uff, und erholen uns von der anstrengenden Traktorfahrt. Mädchen, das hast du zwar nicht gut gemacht, aber du hast es überstanden und hast es vollbracht. So, jetzt gucken wir mal in dem Verkaufsmenü. Hier haben wir die Kartenübersicht, das ist schon mal gut. Da kann man auch hier die Feldfrüchte sehen, was wo wächst. 14. Also irgendwo sind wir hier. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo wir hier sind. Und welches Feld wir zuletzt beackert haben. Da gucken wir jetzt gerade hin. Ja, und welches Feld ist das? Da ist die Scheune. Feld 15 hat Weizen.
Ja, vielleicht war das Feld 15, wo wir jetzt den Weizen geerntet haben. Feld 14 hat, glaube ich, gerade nichts. Das ist ja gegrubbert worden von dem Helfer. Und Feld 12 hat Ölrettich. Ah, und J ist wohl gerade der Helfer. Der ist dann noch beschäftigt. Da können wir dann mal gucken, ja. Okay, und ich nehme mal an, das sind unsere. Oder wie kann man das sehen? Mal gucken. Wachstum. Okay, 14 ist gegrubbert und 15 ist abgeerntet. Das heißt, wir müssten dann 15 auch grubbern und dann säen. Also wir müssen eigentlich alles sehen. Also das eine noch erstmal grubbern. Gut, Bodenbeschaffenheit, gedüngt, muss gepflügt werden. Ist kein rotes dabei. Feldfrüchte, das war's dann schon. Und welches sind unsere? Ah, genau, hat jemand gesagt, die mit der grünen Schrift. Also die drei, auf denen wir schon waren. Und bei den anderen kann man offenbar Aufträge annehmen und kann sich da noch Geld dazu verdienen. Denn wenn unsere Felder erstmal alle angesät sind, müssen die dann ja noch wachsen. Aber da haben wir in den nächsten Tagen, glaube ich, noch gut zu tun. So, jetzt. Hier, Weizen. Kriegt man unterschiedliche Preise. Wir waren bei der Bakery. Da gibt es 1039. Und bei Gomez Rich Acres gibt es mehr Geld. Und zwar spürbar mehr. Da sollte ich jetzt mit meinem Weizen hinfahren. Okay. Okay. Ja. Gomez Rich Acres. Wo ist denn das? Da ganz hinten. Okay. Gut. Dieses hier sind wohl die Abladestationen. Mal gucken. Jetzt sind sie weg. Ah, man kann die Sachen an- und abschalten. Okay. Und leider steht da aber nicht dabei, was was ist. Gut. So. Hier haben wir noch so die Übersicht. Kredit minus 50.000. Wir haben einen Kredit. Oder minus 20.000. Anscheinend haben wir einen Kredit von minus 50.000 und haben aber einen Kontostand von 29.000. Und darum haben wir als Summe nur minus 20.000. Also müssen wir ordentlich Geld verdienen, um den Kredit zurückzahlen zu können. Und hier haben wir Eier im Stall. Das heißt, wir haben Hühner. Und da gehen wir jetzt noch mal kurz hin. Und dann machen wir mit der Folge Schluss. Jetzt ist es einfach, jetzt können wir zu Fuß gehen. Komm, sausen wir mal zum Hühnerstall. So, das ist lustig, man kann hier nicht durchs Tor gehen, zu Tor öffnen oder so, sondern man springt hier drüber, hup, hup, und dann ist man hier drin. Okay, das ist hier unser Hühnerstall. Und nach meinen Informationen muss man sich um die gar nicht kümmern. Die finden von selber Fressen und Wasser. Und das Einzige, was man machen kann, ist Eier einsammeln und die kann man auch verkaufen. Und hier, da muss man dann einfach hinlaufen und dann steht oben links plus ein Ei. Das hat man dann im Rucksack. Man muss die also nicht greifen und gar nicht, sondern einfach nur so drüber laufen, zack, und dann hat man die Eier. Es waren ja jetzt nur vier. Oh, und hier ist ein Goldklumpen. Auch drüber laufen? Habe ich ihn? Nö, da liegt er immer noch. Du hast ein Goldnugget gefunden. Das Gold liegt hier wortwörtlich auf der Straße. Versuche, die restlichen 99 Goldnuggets zu finden. Ja, das ist so eine Nebenaufgabe, dass man die verstreut liegenden Goldnuggets finden kann. Da will ich mich jetzt aber erstmal nicht drauf konzentrieren,
sondern lieber auf eine florierende Landwirtschaft. Da liegt noch ein Ei. Zack, habe ich's, ja. Okay, habe ich sie jetzt alle? Nee, eins ist noch im Stall. Also damit ist wohl dieses Gehege gemeint. Und drei Eier habe ich im Rucksack. Ja, da lohnt es sich noch nicht, die verkaufen zu gehen. Ich sehe gerade nicht das letzte Ei. Ob das vielleicht hier drin ist? Ach, das ist zu. Naja, auf jeden Fall finde ich das nett, dass wir Hühner haben. Man kann keine neuen Hühner dazu kaufen. Anscheinend sterben die auch nicht. Die sind halt einfach da, die Hühner. Und kümmern sich um sich selber. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.